Ja, hallo, ich bin der Vari und die Aufnahme, die du gerade siehst, die wird von einer meiner Wildkameras gemacht. Und wenn du wissen möchtest, was das für eine Wildkamera ist, dann bleib dran, ich zeig sie dir. Und wenn du wissen möchtest, was das für eine Wildkamera ist, dann bleib dran, ich zeig sie dir. So, zum Beweis habe ich parallel natürlich mit der anderen Kamera aufgenommen, hier ist der Fokus nicht richtig eingestellt. So. Die Batterien hier sind schon fast alle, deswegen kann ich jetzt nur schnell was zeigen. Und zwar, das ist eine Kamera, die ein bisschen mehr zu bieten hat. Und zwar, ihr seht es hier, am Flash-Typ kann ich nämlich einstellen, Xenon oder LED. Das ist nämlich die Bodyguard SG2060D, eine Wildkamera, die über 200 Euro kostet, und diese Kamera macht weiße LEDs oder Xenonblitz in der Nacht, natürlich weißes Licht. Wie ihr hören könnt, ist hier eine Schnellstraße in der Nähe und deswegen sind die Tiere Lichter sowieso gewöhnt in der Nacht. Die kennen das. Also stört es denen hier nicht so besonders, und ich habe schon einige tolle Aufnahmen gemacht mit dieser Kamera. Die möchte ich euch natürlich zeigen. Klar, ist logisch. Aber jetzt noch vorneweg. Diese Kamera hat eine fantastische Bildqualität. Es ist bisher meine teuerste Wildkamera, die ich mir angeschafft habe, und ich bin begeistert von der Bildqualität. Aber es gibt einen Makel, und zwar einen ganz großen. Der Makel ist folgender. Dieses kleine Loch hier. Habe ich eins da? Ja. Da kriege ich gerade mal so ein 3 mm Schloss rein. Und bei der Aufhängung genau das gleiche Problem. Ich habe hier nur einen Gurtpunkt und ich kriege das Stahlseil gerade mal so, dieses ganz dünne Stahlseil, das kriege ich gerade mal so da rein. Der Hersteller dieser Kamera, das ist ein finnischer Hersteller, das ist kein Chinese, glücklicherweise, der sagt auch von vornherein, diese Kamera ist dafür da, dass sie in einem Stahlkasten hängen soll. Ich werde mir diesen Stahlkasten noch zusätzlich kaufen, höchstwahrscheinlich, wenn ich die länger einsetzen möchte, weil so kommt die ziemlich schnell weg. Und jetzt kommt nämlich noch ein Punkt. Man kann kein Passwort eingeben. Das heißt, wenn die weg ist, dann ist die tatsächlich richtig weg. Und derjenige, der sie weggefunden hat, der kann die dann auch benutzen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich zeige euch die Bilder dieser Kamera. Die sind nämlich geil. Die sind absolute Oberklasse. Und es sind Farbaufnahmen dabei von der Nacht, von Waschbären, von Dachs, von Eichhörnchen. Alles dabei. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Ich hatte auf jeden Fall Spaß, wo ich die Bilder mir alle durchgeguckt habe. Und ich denke mal, ihr habt den gleichen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, euer Vari.